Die Entwickler dieses Impfstoffs haben in frühen Studien gesehen, dass schon eine Impfung zu hohen Antikörpertitern führt. Die haben dann die Wirksamkeitsstudien, die Phase-3-Studien, mit diesem Prinzip, also einmal zu impfen, durchgeführt und eine sehr hohe Wirksamkeit und Schutz vor schwerer Erkrankung bis zu 85% gesehen. Es ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, dass einige Impfstoffe einmal verimpft werden oder andere mehrfach. Das sehen wir ja zum Beispiel auch beim Grippeimpfstoff, der wird einmal verimpft, und ein Hepatitis-Impfstoff zum Beispiel, da muss man dreimal impfen.